What's poppin', Boys and Girls? Seit meinem letzten Video fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Also für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe als letztes ein Video hochgeladen, das hieß Ich bin nicht authentisch und habe dort über Situationen aus meinem Leben erzählt, die zeigen, dass ich manchmal ein nicht so gut lebensfähiger Mensch bin. Und ich habe damit gerechnet, dass die meisten von euch einfach unterhalten sind und sich über mich lustig machen. Aber das war überhaupt nicht so, sondern es hat sich herausgestellt, dass ihr genauso komisch seid wie ich. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ein Mädchen, das von ihrer Freundin geredet hat, die sich ein Sandwich bestellt hat in einem Restaurant und sie hat es nicht bekommen, weil die Kellnerin hat es leider vergessen. Und sie hat sich aber nicht getraut zu sagen, dass ihr Sandwich vergessen wurde. Ja, und dann am Ende hat sie es bezahlt. Es spricht nicht für uns, aber es ist schön, nicht alleine damit zu sein. Wie heute Morgen zum Beispiel, als ich diese Flasche trüben Apfelsaft gekauft habe. Ich war zu höflich zu sagen, dass ich nicht probieren möchte. Und dann hatte ich ja probiert. Und ey, ich hatte probiert. Also musste ich sie kaufen. Und dann habe ich an euch gedacht und ich musste lächeln, weil ich gedacht habe, wenn wir alle zusammen hier wären, dann würde dieser Mann so viel Apfelsaft verkaufen. Das ist schön. Da ist es doch gar nicht mehr so schlimm zu wissen, dass ich Apfelsaft eigentlich gar nicht so gerne mag. Ich habe aus zwei Gründen beschlossen, noch zwei weitere Geschichten mit euch zu teilen. Zum einen hat Pilot Pan, die mit den coolen Stiften, wisst ihr, die man so wegradieren kann, die so bunt sind und so, haben mich gefragt, ob ich bei ihrer Ausprobieren Wegradieren Kampagne mitmachen möchte. Also die haben eine Kampagne ins Leben gerufen, da erzähle ich zum Schluss nochmal was zu, da kann man auch was gewinnen und so, weil deren Frixion Stiftfamilie haben 10-jähriges Jubiläum und da haben sie die Ausprobieren Wegradieren Kampagne jetzt ins Leben gerufen, wo man seine Ausprobieren und Wegradieren Momente erzählt. Und hallo, was sind bitte Wegradiermomente, wenn nicht meine komischen soziophoben Momente in meinem Leben? Und deswegen habe ich beschlossen, aus dem Grund und aus dem Grund, weil ihr unter dem letzten Video so ehrlich wart und mir so coole Sachen geschrieben habt, wo ich so lachen musste einfach, noch zwei weitere Geschichten aus meinem Leben zu teilen, die ich wahrhaftig im letzten Video im Pool erzählt habe, aber rausgeschnitten habe, weil sie mir zu peinlich waren. Und deswegen teile ich jetzt zwei weitere soziophobe Momente aus meinem Leben in Form von einem kleinen Draw My Life. Ich laufe nicht groß drum rum. Lass uns anfangen. Let's go. Kommen wir zur ersten Geschichte und die nenne ich liebevoll Jaco geht nie wieder zum Friseur. Wahrhaftig beginnt das Ganze, als ich noch kleine 12 Jahre alt war. Als ich 12 war, durfte ich nämlich das erste Mal in meinem Leben zum Friseur gehen. Vorher war das nämlich immer so, dass meine Haare von zu Hause geschnitten wurden, aber mit 12 wollte ich dann unbedingt auch mal zu so einem Friseur gehen. Und deswegen hat meine Oma gesagt, komm hier, ich bezahle dir das, geh da hin und lass dir einen richtig schönen Haarschnitt schneiden. Weil meine Oma das Ganze auch bezahlt hat, hat sie mich natürlich auch zum Friseur ihres Vertrauens geschickt. Ich bin dann ganz aufgeregt zu dem Termin gegangen und habe dann der Friseurin gesagt, dass meine Oma den Termin für mich gemacht hat und die hat mich dann angeguckt und hat gesagt, ah super, du hast so coole Haare, da können wir richtig was draus machen. Ja, ich, kleine Jaco, hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie das beim Friseur so abläuft und ja, ich habe mich dann auf den Stuhl gesetzt und habe die Frau walten lassen. Die Frau hat dann zu mir gesagt, dass ich mit meinen Locken auf jeden Fall einen Stufenschnitt bräuchte, damit meine Locken so richtig rauskommen. Ich wusste nicht, was ein Stufenschnitt ist, aber ich habe der Frau dann einfach mal vertraut. Sie war ja schließlich eine erwachsene Friseurin. Ich habe dann aber direkt nach ein paar Minuten gesehen, dass die Frau meine Haare viel zu kurz schneidet. Und ich saß auf diesem Stuhl mit meinen kleinen 12 Jahren und ich hatte solche Bauchschmerzen und ich bin richtig traurig geworden und ich musste mich voll zurückhalten, nicht anzufangen zu weinen. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich mir vorkam wie ein kleiner Wicht in diesem Salon voller Erwachsene. Und deswegen habe ich das Ganze über mich ergehen lassen. Sah dann am Ende ein bisschen so aus wie aus einem 80er-Jahre-Musikvideo für Kinder. Als die Frau dann fertig war, hat sie gesagt, du siehst so cool aus, was sagst du denn zu dem Haarschnitt? Und ich habe gesagt, oh, den finde ich wirklich ganz wunderbar. Ich war noch nie so glücklich mit meinen Haaren. Bin vor die Tür gegangen
und habe richtig, richtig doll angefangen zu heulen. Ich habe dann ganz panisch mein Haargummi rausgekramt und wollte mir einen Zopf machen und musste dann auch noch feststellen, dass meine Haare wegen den kurzen Stufen oben nicht in einen Zopf gingen und ich quasi dazu verdammt war, die nächsten Wochen und Monate mit dieser Haarfrisur rumzulaufen. Ich bin dann heulend nach Hause gelaufen und ja, meine Eltern haben das Ganze dann gerettet, weil sie haben mir dann erlaubt, mir Rasterzöpfe machen zu lassen und das war natürlich noch viel cooler als ein guter Haarschnitt. Von daher ist das Ganze für mich halbwegs gut ausgegangen. Man muss jetzt dazu sagen, ich war erst 12 und nicht jedes 12-jährige Mädchen traut sich irgendwie zu sagen, dass sie etwas nicht leiden mag in einem Friseursalon. Vor allen Dingen, weil man wird dann ja auch älter und man lernt ja auch aus solchen Situationen. Ich habe aus diesen Situationen gelernt, dass ich nicht mehr zum Friseur gehe, weil ich zu soziophob bin und zu sagen, was ich will. Deswegen habe ich mir 15 Jahre lang die Haare selber geschnitten. Und dann habe ich einen neuen Versuch gestartet. Vor 2 Jahren. Und ey, mit Mitte 20, ja, da hat man natürlich dazugelernt. Wenn man nicht Jaco Wusch ist, dann nicht. Dann passiert vielleicht nochmal genau das Gleiche. Kommen wir also zu Geschichte Nummer 2, die sagt, Jaco wird weitere 15 Jahre ihre Haare selber schneiden. Vor 2 Jahren bin ich dann mal wieder zum Friseur gegangen und das lag daran, dass ich mir einfach 15 Jahre lang die Haare selber geschnitten und gefärbt hatte und das immer so ein bisschen selbstgemacht aussah. Ich wollte dann gern so einen coolen Lockenschnitt in Kombination mit so einer Balayage-Farbe. Das, was man halt vor 2 Jahren gesagt hat, wenn man zum Friseur gegangen ist. Auf jeden Fall bin ich dann zu so einem coolen neuen Friseur gegangen und habe der Friseurin haargenau erzählt, was ich gerne möchte. Als ich mich dann auf den Stuhl gesetzt habe und sie begann, meine Haare zu schneiden, habe ich relativ schnell gemerkt, dass sie absolut überhaupt nicht verstanden hatte, was ich will. Also die Farbe, die sie drauf gemacht hat, war viel dunkler als die Farbe, die ich wollte und die Stufen, die sie reingeschnitten hat, waren viel kürzer. Man könnte quasi sagen, Jaco Wusch bekam gerade den Haarschnitt, den sie mit 12 bekam. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, nein, stopp, jetzt rede ich. Ich möchte diese Frisur nicht und bevor jetzt noch viel mehr passiert, werden wir das nicht so weitermachen, weil wir sind ja noch nicht so weit und das Schlimmste kann verhindert werden. Das habe ich natürlich nicht gesagt, weil ich Jaco Wusch bin. Was habe ich gemacht? Ich habe auf diesem Stuhl gesessen und habe rein gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt und in mir ging einfach eine Trauer los, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich gefühlt wie mit 12 und habe mich mit der Frage beschäftigt, wie zur Hölle wir die Krisen auf dieser Welt mit Menschen wie mir lösen sollen. Keine Ahnung, wenn ich nicht mal mein Maul beim Friseur aufkriege. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann am Ende eine Frisur, die ich gar nicht so cool fand. Als die Frau dann irgendwann fertig war, sagte sie mir, sie wolle meine Haare noch stylen. Ja, sie begann dann meine Haare zu kneten und zu föhnen und zu kneten. Und zu kneten. Und ich weiß nicht, wer von euch krause Locken hat, aber wenn du so circa 20 Minuten lang Locken föhnst und knetest, dann siehst du ganz schön heftig aus. Also das, was ich da auf meinem Kopf hatte, das war La Fée 2005. Als sie dann fertig war und der ganze Salon total begeistert war, wie hoch sie meine Haare hat kneten können, was habe ich da gesagt? Natürlich habe ich nicht gesagt, oh, das mag ich gar nicht so leiden. Nein! Ich habe gesagt, das sieht ja ganz wunderbar aus. Das hat weder der Friseurin geholfen, noch mir. Das hilft einfach niemandem. Wieso sage ich denn sowas? Für alle Menschen mit krausen Locken, die jemals danach zu dieser Friseurin gegangen sind und aufgrund meines Feedbacks dieselbe Frisur bekommen haben, es tut mir leid. Ich werde an mir arbeiten. Kommen wir aber nun zu Geschichte Nummer 2, eigentlich 3. Und die stellt eigentlich den Höhepunkt meines Lebens dar. Ich nenne diese Geschichte, es ist ein Wunder, dass Jaco Wusch sich noch nicht aus Höflichkeit hat einen Arschgeweih tätowieren lassen. Vor ein paar Jahren bin ich zu einem Tätowierer gegangen, weil ich ein Tattoo von mir covern lassen wollte, was ich einfach nicht mehr schön fand. Um es nochmal klarzustellen, das Prinzip ist, du gehst zu einem Tätowierer hin und lässt ein schöneres Tattoo tätowieren über ein Tattoo, das du nicht mehr so schön findest. Ja, ich bin dann da reingegangen und habe zu dem Tätowierer gesagt, dass ich gerne ein Mandala hätte.
Und er sagte, gar kein Problem, er würde was für mich zeichnen. Hat er dann auch und es sah wirklich sehr, sehr cool aus. Er konnte sehr gut zeichnen und wusste sofort, was ich will. Aber ich habe noch ein paar mündliche Ergänzungen dazu gegeben. Also ich habe ihm so Fotos auf meinem Handy gezeigt und habe gesagt, sowas möchte ich da gern noch mit drin haben und sowas und sowas. Und er sagte, gar kein Problem, ich weiß genau, was du meinst. Somit habe ich mich auf diesen Tisch gelegt und er begann zu tätowieren. Es war aber eine Körperstelle und zwar mein Bauch, wo man ja nicht die ganze Zeit sieht, was wirklich passiert, während man tätowiert wird. Ja, irgendwann so nach 10, 15 Minuten habe ich nach unten geguckt und habe so was Schönes gesehen. Also das, was er da tätowiert hat, sah so cool aus, dass ich grenzenloses Vertrauen hatte, mich zurückgelegt habe und einfach die nächste Stunde einfach nur gebrabbelt habe. Nach circa einer Stunde habe ich dann nach unten geguckt und habe einen totalen Schock bekommen, weil ich dann gesehen habe, dass der Tätowierer die Feinheiten, die ich angesprochen hatte, total missverstanden hatte und etwas komplett anderes auf meinem Bauch tätowierte, was ich eigentlich wollte. Es war an einem Punkt, ich muss es jetzt einfach sagen, es war an einem Punkt, wo ich das Schlimmste hätte verhindern können. Aber das habe ich nicht getan. Ich habe dort gelegen und habe ihn einfach weiter tätowieren lassen. Wir reden von einem Tattoo, das für immer permanent auf der Haut ist. Und ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall war er dann irgendwann fertig. Ich habe mein Tattoo angeguckt. Er hat gesagt, wie findest du es? Ich habe natürlich gesagt, hey, das ist ja super schön. Und dann bin ich gegangen. Weinend habe ich im Auto gesessen. Ja. Wo steckt sie die Grenze? Sie steckt sie nicht mal bei ihrer eigenen Haut. Das ist ein Mensch mit Eiern. Ja, Leute, das waren die zwei Momente, die ich aus meinem Leben noch mit euch teilen wollte. Die mir echt peinlich waren im letzten Video, weil sie echt zeigen, dass ich keine Eier habe. Aber so überhaupt nicht. Ich muss dazu aber auch sagen, und jetzt kommen wir von den Wegradier zu den Ausprobiermomenten, dass die Feigheit, Nein zu sagen, mir auch schon in einigen Situationen wirklich richtig coole Momente erlebt hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel zurück, als ich in Indien war und zu feige war, zu einem kleinen indischen Mädchen Nein zu sagen, die uns zum Tee eingeladen hat, weil meine Soziophobie mich eigentlich zurück ins Hostel treibt und nicht in das Haus von fremden Menschen, um Gottes Willen. Aber ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Also bin ich bei einer indischen Familie gelandet, mit denen ich dann die nächsten 3 Tage verbracht habe. Oder als ich bei einem Tuk-Tuk-Fahrer mich nicht getraut habe, einen Städtetrip abzulehnen und ich dann den coolsten Tag meines Lebens hatte. Ja, Leute, falls ihr weitere Stories habt, soziophobe Momente aus eurem Leben, wie, was hat ein Mädchen geschrieben? Sie kommt immer als Einzige mit 20 Flyern nach Hause, weil sie sich nicht traut, die abzulehnen auf der Straße. Das könnte auch ich sein einfach. Schreibt sie mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und falls ihr Bock habt und was gewinnen wollt, dann könnt ihr bei der neuen Kampagne von Pilot Pen mitmachen. Nämlich die Frixion Stiftfamilie feiert 10-jähriges Jubiläum und haben deswegen die Kampagne Ausprobieren oder Wegradieren ins Leben gerufen. Und wenn ihr diesem Link hier folgt, der ist auch unten, das ist der oberste Link in der Infobox, wenn ihr dem folgt, dann könnt ihr da eure Wegradieren oder Ausprobieren Erlebnisse aufmalen oder aufschreiben und denen halt so einen Stempel verpassen, also Ausprobieren oder Wegradieren. Und unter allen Teilnehmern verlost Pilot Pen dann 80 Frixion Stiftpakete und aufgepasst, 20 Gutscheine für Jochen Schweizer a 500 €. Also da könnt ihr dann Ausprobiermomente buchen, wie Fallschirmspringen, Dinner in the Dark, Buddy Flying. Und das war's von mir, Leute. Ich würde sagen, ich lasse euch alleine und ich gehe jetzt weiter an meinem Rückgrat arbeiten. Ihr seid süß und klein, genauso wie ihr seid. Tschüss!